Also durch die Mailingliste ging das ja schon so ein bisschen durch. Aufgegriffen eigentlich so von dem Thema oder die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, das ganze Thema Beacon oder Apple hat das ja dann mit iBeacon eine Technologie vorgestellt, die quasi ja, aus deren Sicht NFC irgendwie ersetzen soll oder überflüssig machen soll, wie auch immer. Das sind so kleine Sensoren, die über Bluetooth Low Energy laufen. Das heißt, eigentlich mit jedem Handy irgendwie empfangbar oder kommunizierbar, was so mittlerweile im Markt ist. Das heißt, die Technik ist eigentlich verbreitet, was dem Thema sicherlich eine ganz gute Chance gibt, dass es irgendwo auch eine Verbreitung bekommt. Die Ansatzpunkte, die dahinter sind, sind teilweise kommerzieller Art natürlich. Das heißt, es gibt dann schönere Verkleidungen dafür, die dann irgendwo in Läden untergebracht werden können oder in irgendwelchen Museen und so weiter, wo man dann diese Beacons befestigt und dann quasi darüber am Smartphone halt irgendwelche Informationen zu einblenden kann. PayPal, das ist das Teil mit diesem USB-Stick da dran, das ist die Version, die PayPal da im Lauf hat, die dann quasi darüber ein kontaktloses Bezahlen ermöglichen wollen. Wenn man einfach an dem Ding vorbeiläuft oder das Handy dran hält, wird da automatisch irgendwie was abgebucht oder wie auch immer. Nur mal ganz kurz, weil die neue API von Apple mittlerweile auch das Ranging unterstützt. Noch ganz kurz, also das Ganze ist jetzt nicht iOS basierend, sondern oder zwangsläufig iOS getrieben, sondern genauso Android und Windows Phone kompatibel. Das ist jetzt, Apple hat das halt quasi als auf einer API auch irgendwie so bereitgestellt, dass das von allen anderen Geräten auch unterstützt wird, die halt Bluetooth Low Energy unterstützen. Was hier eben auch interessant ist, ist quasi, dass die Distanz zu diesem Bacon auch mit in der API drinsteckt. Das heißt, bin ich jetzt weit weg von dem oder nah dran, um dann entsprechend andere Informationen dann auch austauschen zu können. Also ein Beispiel ist halt, wenn man ein Bild, das irgendwie festmacht, ist, kann man halt dann irgendwo die Informationen über der App dann ansteuern, wie jetzt hier Mona Lisa, wie auch immer. Oder was dann irgendwo die Vision von dem einen oder anderen Dienstleister ist, die da natürlich schon drauf auf den Zug angesprungen sind, ist natürlich das Thema Werbung. Das heißt, irgendwo am Point of Sale oder wenn man am Geschäft vorbeiläuft, in einem gewissen Abstand wird dann eben, wenn man die App des Geschäftes oder irgendeine andere installiert hat, entsprechende Nachricht dann angezeigt. Mit Coupons und irgendwelchen Produktinformationen, wenn man halt nach dem Produkt ist, kann man das Produktvideo sehen etc. Und beim Rausgehen, das ist dann halt diese PayPal-Variante, wird automatisch gezahlt. Was ich auch interessant finde, ist, dass wenn mehrere Beacons im Raum verteilt sind, je mehr, desto besser, kann man auch das Thema Indoor-Navigation auch mit abbilden. Das heißt, man kann genau sehen, wo man sich im Raum befindet, weil eben diese Distanz zu den Beacon mit gemessen wird, wobei das nur funktioniert, wenn es aus der Bodentasche draußen ist, weil irgendwo die Körperflüssigkeit und das Wasser im Körper irgendwie das Signal stört. Das heißt, man muss es irgendwo in der Hand haben, um dann entsprechend damit agieren zu können. Wenn dem so ist, dass die ganzen Dinge mehr Verbreitung bekommen, überall eben auch sich im Handel oder wo auch immer, in Museen, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also es wird beispielsweise, wenn man ein Taxi einsteigt, hat man automatisch ein Check-in. Man könnte dann automatisch ein Check-in hier machen an dem Teil, dass was quasi, wenn man da rankommt, weiß man genau, welcher Nutzer jetzt quasi das Ding bedient oder aktiviert, wie auch immer. Gibt halt verschiedene Ansatzpunkte. Ich finde es nur interessant, wenn wir wenn diese Dinge sich irgendwo verbreiten, vielleicht ein Thema machen, wo wir die ein bisschen hacken, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben eine eigene App und könnten dann quasi Nachrichten hinterlassen zu diesem Beacon. Das heißt, wenn ein Laden irgendwo das Teil da hat bei einem Produkt, dann macht man seine eigene Rezension oder irgendwas anderes zu diesem Produkt, schickt es dann quasi auf in unsere App oder auf unseren Server, um dann quasi User-Generated Content dort zu hinterlegen. Also nicht das, was ursprünglich vorgesehen ist, zu dem Beacon, was er laden möchte, sondern wo wir dann einfach
eine Art lokalbasiertes Pinterest oder Twitter oder sowas ähnliches machen, wo dann eben, wenn solche Dinge im Bus oder sonst wo auftauchen zum Bezahlen, dass man dann irgendwelche Kommentare hinterlassen kann. Also eine Art Tagging oder wie auch immer von diesen Punkten. Man könnte auch darüber nachdenken, eigene Beacons zu produzieren und die irgendwo zu platzieren, um dann Nachrichten zu hinterlassen für andere Laboranten oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Zu dem Projekt, was ich vielleicht gerne so angehen würde mit euch, weil klar gibt es auch kommerzielle Ansatzpunkte, aber ich finde das eben gerade interessant, das mal auf den Kopf zu stellen und dann eben das, was also Coca-Cola hat es wohl für die WM 2014 geplant, alle Stadien damit auszurichten mit diesen Dingern. Und wenn man dann quasi die Hack, zumindest wenn unsere App dann installiert wäre, bei den Usern, dass dann quasi andere Nachrichten einfach hinterlassen werden können zu diesem einzelnen Spot. Ja, das ist eigentlich so die Idee. Und dann wollte ich fragen, ob jemand Lust hat, da mitzumachen. Oder ich. Ja, immer. Vor, dass wir eine einfache App haben, wo man ein Foto machen kann, vielleicht einen kurzen Kommentar und dann losschickt. Und dieser Content, der da produziert wird, eben zu diesem Beacon vernetzt wird. Und jeder, der quasi an die Beacon vorbeiläuft, bekommt dann quasi entsprechend die Nachricht, die wir hinterlassen haben, dort angezeigt. Oder irgendeiner anderen.